Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part in meiner Kerbal Space Program Let's Guide Serie. Ich würde sagen, als allererstes Mal werden wir mal kurz auf diesen schönen Knopf hier klicken, auf den Warp to Next Morning Knopf, und danach warpen wir zum nächsten Morning, zum nächsten Morgen. So, jetzt ist wieder Tag, beziehungsweise Morgen. Sehr schön. Und danach geht es auch direkt in unser Ziel für die heutige Folge, würde ich sagen. Und das ist dieser wunderschöne Planet, also nicht dieser hier, sondern dieser hier, beziehungsweise dieser wunderschöne Mond, der Minmus-Mond. Beziehungsweise Minmus, der Mond von Kerbin, oder einer der Monde von Kerbin. Wie auch immer, hier haben wir uns auch noch unsere wunderschöne Research Station im Mondorbit. Die ist uns heute aber reichlich egal, denn es geht heute nach Minmus und nicht zum Mond. Beziehungsweise nicht zum Myn, weil Minmus ist ja auch ein Mond. Und ja, heute haben wir diverse Dinge vor. Beziehungsweise eigentlich nur eine Sache vor, nämlich wie gesagt nach Minmus fliegen. Aber das wird eine multifacettenreiche Mission sozusagen, mit mehreren Zielen, mehreren verschiedene Dinge, die ich heute vorhabe. Actually, wie viel Science haben wir? Vielleicht unlocken wir noch vorher ein, zwei neue Parts. Ich glaube, ich habe nämlich genug Science, um eventuell noch was zu unlocken, was ich gerne hätte, nämlich einen anderen Probe Core, Probe Body, wie auch immer. Aerodynamics, wo haben wir das denn? Advanced Construction hier vielleicht. Das ist ein Adapter. Actually, das brauchen wir eventuell auch. Den hier hätte ich gerne, diesen Tree Coupler. Das ist ein Part, das ich ganz gerne hätte, glaube ich. Für das, was ich gleich vorhabe. Tatsächlich. Advanced Construction Actuator, das brauchen wir noch nicht. Specialized Construction, da haben wir einmal Protective Shells, einen anderen Docking Port noch, Radial Attachment Points, B-Coupler. Ich möchte aber wenn schon gerne einen Tree-Coupler, also der ist wahrscheinlich eher das, was ich gerne hätte. Aber ich hätte gerne eventuell auch noch andere Prop-Cores. Was haben wir hier Schönes? Hier hätten wir noch andere Prop-Cores, aber die sind mir science-technisch gerade noch etwas zu teuer. Wir haben nur 176 Science aktuell. Oh Gott, damit die größere Relay-Antenne hätte ich aber auch gerne. Ha, Probleme. Wie machen wir das jetzt? Da sind mindestens zwei Parts, die ich gerne hätte. Wie gesagt, einmal dieser Tree-Coupler und wir nehmen mal irgendeinen Probe-Core hier mal kurz. Und, wir können die Rakete halt auch einfach anders bauen. Das geht natürlich auch. Aber mit dem Tree-Coupler wäre das einfach angenehmer. Mein Plan wäre jetzt halt gewesen, jetzt hier so ein Tree-Coupler-Ding zu bauen. Dann würde ich da quasi drei einzelne Probes, beziehungsweise Satelliten dran basteln. Die würde ich dann alle drei absprengen und dann hätten wir drei verschiedene Satelliten, die wir halt durch die Gegend fliegen könnten, logischerweise. Aber vielleicht machen wir das einfach anders. Ja, wir bauen das dann einfach anders, weil ich hätte gerne auf jeden Fall auch die große Antenne. Beziehungsweise die größere Antenne, die hätte ich gerne halt auch. Deswegen werden wir dann lieber die große Antenne hier freischalten, würde ich sagen. Die große Relay-Antenne statt der kleinen. Aber bis jetzt haben wir nämlich nur eine kleine Relay-Antenne. Ich würde sagen, wir researchen das mal hier und dann schalten wir lieber die frei, stimmt, Tree-Coupler und bauen die Rakete dann einfach erstmal ein bisschen anders. Hoppala, da bin ich gerade gegen meinen Schreibtisch gestoßen, meine Hand, das hat mir ein wenig wehgetan. Gut, genau, und bevor ich es vergesse, weil ich das irgendwie gefühlt jedes Mal vergesse, ich werde im Hintergrund hier schon mal loslegen. Was haben wir denn hier schönes? Welche ist denn hier groß und kleiner? Achso, die haben nur eine andere Anzahl an Seiten, ich sehe schon. Weil ich es einfach immer ganz gerne mal vergesse, solltet ihr neu sein auf meinem Channel, dann lasst mir doch das auch noch Länder kennen. Lasst mir doch lieben gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und mich sehr supporten, mich und meinen YouTube-Channel. Deswegen solltet ihr neu sein auf meinem Kanal. Lasst mir doch lieben gerne ein Abo da. Aber damit würde ich sagen, so viel davon. So viel dazu. Solltet ihr mich supporten wollen, supportet mich lieben gerne mit einem Abo oder auch einem Like oder einem Kommentar. Und dann geht es jetzt hier auch direkt schon weiter. Ich weiß noch nicht genau, welche ich hier nehmen soll. Actually, ich sollte mal kurz gucken, haben die auch andere Stats irgendwie? Mal sehen. Data Transmitter, Antenna Type Internal. Das Ding hier hat mehr Minimum FOV, aber weniger Maximum FOV. Die haben also tatsächlich unterschiedliche Stats. Right Mouse Button Pin. So. Unterschiedliche Reaction Wheels bestimmt auch. 0,5, 0,5, 0,5. Und das Ding hier hat 0,3, 0,3, 0,3. Ich glaube, ich hätte gerne bessere Reaction Wheels tatsächlich. Scan Mode Terrain. Hat das Ding auch einen anderen Scan Mode? Nee, hat es nicht. Antenna Rating. Interessant. Ich weiß nicht, was da besser ist, aber ich glaube, ich nehme das Ding hier einfach. Ich glaube, wir nehmen das hier, weil es einfach bessere Reaction Wheels hat. Das heißt, das Ding dürfte sich etwas leichter drehen können. Was immer ganz praktisch ist, denke ich doch mal. So, und dann würde ich sagen, mache ich kurz einen kleinen Cut und dann bastel ich mir kurz eine kleine Satellitenprobe und dann hören wir es gleich wieder. So, meine lieben Leute, und da sind wir auch schon wieder. Ja, das ist mein kleiner Mini-Satellit hier. Wie ihr seht, da ist keine Launch-Vorrichtung dran oder sowas und das hat auch einen sehr guten Grund. Das Ding werden wir hier gleich quasi in Reihe schalten oder so ähnlich. Also so ist zumindest der Plan. Ich stage das Ding. Also ihr werdet es gleich sehen. Essentially ist das Ding einfach nur eine große Satellitenschüssel mit mehreren Solarpanelen, ein paar Batterien und that's about it. Und einem kleinen Triebwerk, um einfach ein bisschen was im Delta V zu haben. Was heißt ein bisschen? Wir haben irgendwie 3000 Meter die Sekunde Delta V in diesem Schätzchen hier.
Was ein gutes bisschen ist, würde ich sagen. Und jetzt geht's ans ans Konstruieren der eigentlichen Rakete, I guess. Davon würde ich gerne 3 Stück starten, I guess. Deswegen werde ich 3 von diesen Dingern einbauen, die Rakete. Maybe, ich weiß noch nicht so genau. Wir werden erstmal kurz hingehen, wenn hier aus eine Sub-Assembly machen. Sub-Assemblies da und dann. Wie addet man das hier nochmal dazu? Oh boy, wie ging das nochmal? Musste man das einfach da reindroppen? Auf Plus oder so? Wie ging das? Wie addet man Sub-Assemblies, wenn ich jetzt das Ding hier abnehme und dann. Nee. Da war irgendwo so ein Ding zum reindroppen. Ich werde es auf jeden Fall als Sub-Assembly speichern, aber wenn nicht, dann muss ich das mal neu bauen. Und wenn ich das hier gleich aussehen lösche. Da unten ist es. Ah, ich bin doof. Sub-Assembly Drop Zone. Drag and drop part here to save it. Ja, bitte. Geht das nicht? The selected part is not attachable. Oh. So? Ja, dann machen wir das so. Satellite. Basic Satellite. So. Gut, die Antennenschlüssel müssen wir dann gleich nochmal neu draufsetzen, I guess, hier den Spaß hier. Weil ich kann das auch einfach. Ah, so machen wir das. Basic Satellite. Top. Ist ein bisschen doof, aber muss so sein, I guess, weil ich sonst nicht attachen kann. Und jetzt attachen wir es ja auch schon wieder drauf. Actually, wir löschen das nochmal. So. Wir löschen das Schätzchen jetzt hier nochmal. Und dann bauen wir die actual Rakete, die wir nach Minmus schießen wollen. Und dann setzen wir das gleich unten dran und oder an die Seite oder so. Keine Ahnung. Und so weiter und so fort. Yada yada. Wir hören uns gleich wieder. So, Ich gebe euch mal kurz die Tour von diesem etwas wahnsinnig aussehenden Riesen-Moped. Das ist mein neuer Satellite-Launcher Mark I, den ich jetzt gerade gebaut habe. Also oben drin sitzt ein einzelner Körbel, wie ihr seht. Also hier drin, da sitzt ein Körbel drin. Und das ist dann hier der Lander, mit dem wir auf Minmus gleich landen werden, hoffentlich. Der endet irgendwie hier. Genau, da ist die Engine. Dann haben wir hier unsere Satelliten. Da habe ich 3 Stück von angebracht, weil ich mir dachte, 3 Stück klingen ganz gut. Ich musste leider hier diese Solarpaneele hier oben abnehmen. Die haben sich... Die war ein bisschen im Weg hier an der Stelle mit dem Decoupler. Ich musste um uns hier so ein paar Girder einbauen, weil ihr seht, das Ding hier wäre sonst, also hier die Satellitenschüsseln wären sonst hier in der Rakete drin gewesen. Ich weiß nicht, ob das Clipping-Probleme macht, deswegen sicherheitshalber habe ich die ein bisschen weiter nach außen geschoben. Selbiges habe ich auch mit diesen dicken fetten Boostern hier gemacht, die habe ich auch ein bisschen weiter nach außen geschoben. Dann habe ich hier so eine dicke Twin-Bore-Engine, einfach nur um genug Thrust zu haben und habe dann hier noch ein paar Bonus-Treibstofftanks ohne Engine drunter, aber halt für mehr Treibstoff. Habe ich noch ein paar zusätzliche Treibstofftanks eingebaut, einfach nur just in case, damit wir auch wirklich genug Sprit haben, um bis nach Minmus zu kommen. Und vor allem, damit wir genug Sprit haben, um diesen Teil der Rakete lang genug behalten zu können, dass ich die Satelliten an verschiedenen Stellen launchen kann. Oh, mir fällt gerade auf, kann man die... Ja genau, man kann das Staging hier müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen ändern, dass wir nicht alle 3 automatisch auf einmal wegballern, sondern einen nach dem anderen starten, logischerweise. Dann ist unsere Rakete zwar etwas imbalanced vom Gewicht her. Für kurze Zeit, aber das ist schon okay. Gut, so, nochmal speichern. Ich habe auch schon alles hier verstruttet, wie ihr seht. Alles ist hier mit Duct Tape gut aneinander geklebt, sozusagen. Hier sind überall hier die Metallstreben gut verstrebt, sozusagen. Dann würde ich sagen, sind wir damit jetzt erstmal fast ready. Actually, never mind, nur fast ready. Damit sind wir fast ready. Wir müssen nämlich noch kurz diesen Spaß hier anbringen, damit die Rakete nicht einfach ins Launchpad reinkracht gleich. So, und außerdem sollten wir das auch noch richtig verstagen hier. So, mal sehen. Also, alle Triebwerke starten. Zuerst diese Tanks absprengen, ne, zuerst die Booster absprengen, dann diese Tanks absprengen, dann diese Tanks absprengen, jawohl. Dann sprengen wir unseren Launch Booster oder whatever, unsere Launch Stage ab. Dann starten wir dieses Triebwerk, dann sprengen wir unsere Satelliten ab, dann sprengen wir das ab. Dann sprengen wir, dann starten wir dieses Triebwerk, dann sprengen wir am Ende diesen Spaß hier ab und zu guter Letzt sprengen wir dann das hier ab und zünden die Triebwerke auf den Satelliten. Das ist einfach in der letzten Stage, um sicher zu gehen. Und die Fallschirme. Und wie ihr seht, sind wir bei 7900 Meter die Sekunde Delta V. Das stimmt aber nicht, wir sind in Wirklichkeit bei 6825 Meter die Sekunde Delta V. Was hoffentlich ausreichen sollte, um bis Minmus und zurückzukommen. Denn in der letzten Stage, das ist natürlich nur der Thrust von unseren Satelliten selber. So, und damit habe ich hoffentlich genug Delta V. Jetzt nochmal alles speichern. Und dann würde ich sagen, launchen wir das Schätzchen hier mal. Und jetzt geht's ab in den Kerbin Orbit. Hoffentlich funktioniert das soweit auch alles richtig. Ich sollte genug Thrust-to-Weight-Ratio haben in jeder Stage auch, dass das hier absolut smooth läuft. Auch am Anfang, von Anfang an sollte es smooth laufen. Genau, und wir gehen actually nochmal kurz direkt zurück ins Vehicle Assembly Building. Denn ich habe den falschen Körbel da drin sitzen. Ich wollte da gerne die Valentina-Körbel reinsetzen. Die hat nämlich erst einen Stern. Und der liebe Jeb hat schon 2 Sterne. Und dadurch können wir die Valentina mal auf Level 2 hoffentlich auch bald hoch trainieren. So, wir speichern das nochmal und launchen den Spaß nochmal. Und jetzt werden wir hier die Satelliten launchen. Hoffentlich erfolgreich natürlich. Ich glaube, die Satelliten werden später auch Satellite-Launcher MK1 heißen dann später. Aber ja, whatever, ist schon okay. So, einmal sicher, jetzt habe ich nochmal anklicken. Wo ist das hier? Control from here.
Control from here, so sehr schön. Quick saven, einfach nur, damit wir nicht gleich nochmal auf Control from here gehen müssen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das standardmäßig so eingestellt ist. Und dann würde ich sagen, bereiten wir uns hier kurz, kurz vor. So, das sieht soweit alles gut aus. Und dann würde ich sagen, auf geht's, ab geht's. Maximal Throttle geben. Und dann geht's hier aufwärts. Und wir müssen leider die Treibstofftanks hier um uns im Auge behalten, denn, ja. Die melden sich leider nicht, wenn sie leer sind. Tatsächlich. Oh, wir müssen das Staging eventuell tauschen. Ich glaube, die Treibstofftanks hier gehen eventuell. Eventuell dann doch recht schnell leer. Deswegen throtteln wir hier mal noch ein bisschen zurück in unserem Haupttriebwerk. Damit das hier auch wirklich sich ausgeht, sozusagen. Damit die Solid Fuel Booster hier wirklich zuerst leer gehen. Das fände ich nämlich ganz angenehm. So, bis jetzt sieht es doch ganz smooth aus hier, würde ich sagen. Smooth Sailing soweit. Apoapsis steigt ganz gut. Das sieht mir doch soweit ganz nett aus. Tippt unsere Rakete über. Nein, tut sie glaube ich nicht. Sehr gut. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter throtteln, actually. Ich würde echt gern erst die Booster separaten, bevor ich hier die anderen Tanks separate. Oh, wir throtteln richtig weit runter jetzt hier. Oder auch nicht, okay. Oh Gott. Oh, wir machen außersehen hier gerade schon den Gravity Turn, merke ich gerade. Okay. Okay, das ist, ja, ist jetzt nicht wirklich so geplant gewesen. Ich habe gerade zu weit runtergefrottelt. Gut, wir müssen nochmal kurz den Quicksave laden. Ich lade einfach den Quicksave, dann ist auch alles noch schön eingestellt. Das hat mir gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht. Muss ich da an der Stelle mal offen ehrlich zugeben und mir eingestehen. Wir müssen das Staging hier ändern. Also wenn das Staging hier richtig gewesen wäre, wäre das glaube ich gerade auch alles nicht passiert mit dem Überkippen und alles. Weil ich dann halt einfach von Anfang an mehr Gas gegeben hätte. Ich war mir relativ sicher, dass die Solid Fuel Booster schneller leer gehen als dieses Triebwerk, als dieser Tank hier. Diese Tanks hier, aber ja, wie ihr seht, dem ist leider nicht so. Trotzdem werde ich ein bisschen runterflottern. Denn ganz viel Gas müssen wir glaube ich trotzdem nicht geben, können uns ein bisschen Treibstoff sparen. Die Booster liften uns dann doch schon ganz gut und dann sollte es diesmal jetzt aber klappen hier. Ich glaube, der Tank hier geht, ich weiß nicht, oder gehen die gleichzeitig leer hier? Der kleinere Tank geht aber glaube ich normalerweise zuerst leer, oder? Oder als letztes leer, so rum. Nicht zuerst, als letztes. Ne, die scheinen gleichzeitig leer zu gehen, also ist eh egal. Okay, wir können noch ein bisschen runterflotteln, glaube ich. Die Aerodynamik-Effekte hier vermelden mir gerade, dass wir, glaube ich, runterflotteln können noch ein bisschen. So. Und damit sind diese Tanks schon mal weg. Wir sind ein gutes Stückchen leichter. Gucken wir nur kurz auf die Kartenansicht. Schon eine ganz solide Apoapsis hier an der Stelle. Und gleich sind die Booster leer. Schon mal ein bisschen hochflotteln wieder. Und oh Gott, irgendwas explodiert, aber ich glaube, das sieht mir soweit alles ganz gut aus. Jetzt gehen wir auf Max Throttle, würde ich sagen. Und throttle doch nochmal ein bisschen runter. Ich weiß nicht, jetzt vielleicht dann doch langsam sicher Zeit für einen Gravity Turn. Dafür dann doch nochmal hochschrotteln. Nicht zu früh hier Gravity Turn, aber ich bin glaube ich auch in gutem höhentechnischen Gebiet, um hier den Gravity Turn zu starten. So. Weit so gut. Und Staging Time. Zack, weg mit den Treibstofftanks. Und jetzt haben wir noch Fett Delta V in der Stage hier. Glaube ich. Doch fast. Und dann würde ich sagen, wird Zeit für ein kleines Orbitalmanöver hier an der Stelle. Wir drehen uns schon mal aus auf den Prograde-Marker, richten uns schon mal automatisch aus. Actually, es klappt nicht so recht. Merke ich gerade. So, aber jetzt soll es klappen. Bisschen Throttle geben, damit das hier klappt. Mit dem Ausrichten auf den Prograde-Marker. Jetzt kann ich auch wieder aufhören. Und jetzt adden wir unsere Manöver-Note und gucken mal, wie viel Delta V wir brauchen werden. Wir haben, glaube ich, in der Stage angeblich noch 2200 Meter Sekunde Delta V, was sehr, sehr viel ist. Habe ich mich verrechnet mit meinem Treibstoff? Weil ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viel Treibstoff dabei. Ich meine, zu viel Treibstoff kann man eigentlich eh nie haben. Ja, wir müssen hier noch ein paar kleinere Burn-Manöver zwischendurch immer wieder machen, I guess. Time-Wappen wir mal hier so hin und dann. Ich muss sagen, die Rakete sieht echt cool aus. Also mit den drei Satelliten hier noch dran, das sieht echt ganz nice aus. Machen wir hier nochmal ein kleines Burn-Manöver, würde ich sagen. Erstmal ausrichten und dann hier noch ein schöner dicker Burn. Und dann zirkularisieren wir hier in aller Ruhe nach und nach langsam unseren Orbit. Noch ein bisschen näher zur Apoapsis. Und das nächste Burn-Manöver hier an dieser Stelle. Und die Apoapsis wandert langsam aber sicher sogar immer weiter von uns weg. Was natürlich eh nicht schlimm ist. Time-Warpen einfach noch ein bisschen hin. Und zirkularisieren weiter unseren Orbit. Und das sieht doch soweit ganz gut aus, würde ich mal behaupten. In der Tat, das sieht sehr, sehr gut aus. Und damit haben wir gleich auch schon eine Periapsis, denke ich mal. Wieso ich gerade runtergeflottelt habe, kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich selber nicht so genau. Da ist unsere Periapsis und da ist unser
Orbit und unser Ziel ist es jetzt erstmal. Das ist eine sehr gute Frage. Was ist jetzt unser Ziel? Erstmal Quicksaven an der Stelle natürlich einfach mal. Und jetzt muss ich auch noch kurz überlegen, was unser Ziel ist. Wir haben es in der Stage noch ein bisschen Sprit, den werden wir natürlich gleich auch noch nutzen. Aber wir haben jetzt hier erstmal unsere drei Satelliten und die möchte ich natürlich gerne gleich durch die Gegend ballern. Die möchte ich jetzt gleich gerne in irgendeinen Orbit bringen. Ich würde fast sagen, in so einen Orbit hier in die Richtung hätte ich gerne Satelliten. In einem, im Minimus-Orbit hätte ich gerne Satelliten und vielleicht darüber hinaus dann gleich auch noch irgendwo. Mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall im Orbit knapp hinter dem Mond hätte ich gerne Satelliten, denke ich mal. Weil ich glaube hier, das ist noch in Kerbin-Satelliten-Range. Und dann ab da ist es dann, sind wir dann bald schon außerhalb der Kerbin-Range. Also, oder vielleicht hier? Oder starten wir vielleicht zwei Satelliten in den Orbit? Auf jeden Fall einen in Minimus-Orbit. Einen in Orbit zwischen Mond und Minimus und einen... Ja komm, einen in einen relativ Low-Kerbin-Orbit. Das klingt doch ganz solide. Würde ich sagen, wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir vergrößern erstmal unseren Orbit grundsätzlich. Das klingt, glaube ich, ganz smart. Vielleicht erstmal eine Periaps, unsere Apoaps nochmal ein bisschen anheben. Ich würde sagen, wir vergrößern jetzt erstmal grundsätzlich unseren Orbit ein bisschen. Ja, so, das sieht ganz gut aus. Und, genau, wir burnen jetzt einfach erstmal unseren ganzen Sprit, den wir jetzt in der Stage schon haben, burnen wir jetzt erstmal eine Periaps weg. Deswegen würde ich sagen, Timer einfach mal dahin. Das klingt mir nach einem guten Move, das gefällt mir. So, machen wir das. So, jetzt bitte einmal drehen. Ich habe leider keinen RCS an dieser Kiste. Deswegen wird das Drehen ein bisschen dauern. Ich kann eigentlich Time Warpen ein bisschen. Also Physics Time Warpen. Dann dürfte es etwas schneller gehen. Auch wenn die Rakete gerade ein bisschen angefangen hat zu wobbeln. Sollte aber nichts machen. Noch ein bisschen, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und gleich sind wir da. So, das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Und... da wären wir. Sind leider an der Periaps vorbei, aber das macht nichts. Und jetzt burnen wir einfach den ganzen Resttreibstoff aus der Stage. Burnen wir weg. Vergrößern einfach dick und fett unseren Orbit erstmal. Sehr schön. Und dann würde ich fast sagen, trennen wir uns von der Stage auch erstmal. Palim. Und Palam. So. Und jetzt gehen wir dann gleich an der Apoapsis hin. Und müssen kurz das Staging hier ändern. Neues Stage. Neues Stage und nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach. Ich möchte nur einen einzelnen davon, bitte. Genau, den hier. Ne, das ist der Dreierblock. Ich glaube, wenn ich das rüberziehe, so. Ne, das ist Nummer 3. Ah, ich verstehe. So, welches Stage wir jetzt gleich ab? Den Satelliten da, den werden wir gleich upstagen. Die Batterien haben auch noch Charge, also alles gut. Prima. Und dann werden wir jetzt nochmal Quicksave an der Stelle. Noch haben wir eh nichts Dramatisches gemacht. Wir sollten so oder so noch jede Menge Delta V haben hier. Um bis nach Minimus wieder zurückzukommen, das sollte ziemlich safe ausreichen. Und jetzt time warpen wir kurz zur Apoapsis. Bitte. Das dauert noch ein kleines bisschen und dann werden wir da gleich an der Stelle unseren ersten Satelliten upstagen. So, wir warten kurz, bis wir wieder auf Prograde gedreht sind. Würde ich behaupten. Und dann trennen wir uns gleich von unserem Satelliten. So. Jetzt warten wir noch kurz, dass wir auch wirklich ausgerichtet sind. Ich weiß nicht, warum das immer noch gehighlightet ist, aber es sollte alles okay sein. Sicherheitshalber nochmal ein Quick Save, bevor ich das wirklich mache. So. Drücken die Stage-Taste, drücken natürlich, ich glaube, scharfes S war das. Oh Gott. Das war die falsche Taste. Okay, ja. Die scharfes S-Taste muss ich drücken, ohne vorher auf Shift zu drücken, um auch wirklich scharfes S zu drücken. Das habe ich vergessen, dass ich das nicht machen muss. So, wir starten hier das Triebwerk. Wir haben Unmengen an Delta V, merke ich gerade. Es ist also egal, ob wir schon grob im Orbit sind oder nicht, glaube ich. Und dann würde ich sagen, burnen wir auch mit diesem schönen Stückchen hier ein bisschen Prograde. Und vergrößern einfach erstmal dick und fett unseren Orbit. Wir haben nämlich jede Menge Delta V. Ich würde sagen, wir machen den richtig schön dick und fett, nicht? Ja, machen wir doch mal. Wir haben eine Apoapsis von 1,2 Millionen Metern gerade, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf eine Apoapsis von 2 Millionen Metern und auch auf eine Periapsis von 2 Millionen Metern. 1,4, 1,5, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0 irgendwas Millionen, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dann warpen wir kurz hier rüber. Das andere Schiff ist uns jetzt erstmal egal. Warpen da kurz rüber und dann drehen wir uns wieder auf Prograde.
Wir haben so viel Sprit in den Satelliten. Ich habe ein bisschen zu viel Sprit eingepackt, glaube ich. Ich meine, man kann nie so viel Sprit haben, ja. Aber ich habe ein bisschen zu viel Sprit eingepackt. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Und dann werden wir auch unseren Periapsis-Marker auf ungefähr 2 Millionen anheben. Dann haben wir einen schönen, runden 2 Millionen Orbit. Damit haben wir dann gleich unseren ersten Satelliten. Haben wir damit dann jetzt schon mal soweit fertig. Und wie heißt der Satellit eigentlich? Satellite Launcher MK1 Relay. Ja, das macht Sinn, I guess. Transmit Data. Achso, nee, der ist, glaube ich, schon am Relayen, oder? Der ist, glaube ich, schon am Relayen. Damit haben wir unseren ersten Relay-Antennen-Satelliten jetzt gerade gestartet. Und jetzt switchen wir natürlich wieder zurück zu unserem Satellite Launcher Mainship, sozusagen, zu unserem Hauptraumschiff. Wir können tatsächlich die Satellitentriebwerke jetzt auch erstmal zum Thrusten benutzen, so gesehen, weil, ja, da ist eh viel zu viel Treibstoff drin, also wir könnten damit auch erstmal ein paar Manöver machen. Sollte das Triebwerk hier gleich leer sein, I guess. Das mache ich dann gleich auch noch eventuell. Mal schauen. Sollte es notwendig sein, natürlich. Gut, dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter. Weiter in Richtung Minimus Orbit. Set as Target. Hallo, Spiel? Bist du crashed? Nein, bist du nicht. Okay, sehr gut. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Kleiner Ruckler an der Stelle. Erstmal müssen wir jetzt natürlich unsere Descending Node oder Ascending Node, egal. Eine von den beiden Nodes müssen wir uns kurz nehmen und müssen kurz gucken. Ich glaube, in die Richtung muss ich drehen, oder? Ja, das ist richtig. Und müssen kurz unsere Orbit ein bisschen drehen. Gut, jetzt müssen wir den Orbit sogar drehen. 2,0 Grad, 1,7 Grad. Ich glaube, auf 1 Grad oder so gehen wir ungefähr. Wo sind wir da jetzt? 1,4. Ja, good enough. Es muss keine perfekte Drehung hier sein. Dann drehen wir uns schon mal kurz auf unseren Target-Marker. Alle Drehoperationen oder generell alle Operationen, die ich jetzt, Orbit-Operationen, die ich jetzt machen werde, werden jetzt so eine Sache. Weil wir logischerweise nicht mehr am Zentrum unserer Masse burnen, sondern ihr seht es ja, ne, wir haben jetzt hier gewichtstechnisch so eine leichte. Ui, es geht da jetzt gerade ab. So eine leichte Disparity hier. Weil er jetzt, ne? Eins von unseren drei Dritteln, die wir hier ursprünglich hatten, an Gewicht an der Stelle, das fehlt natürlich jetzt einfach. Aber das sollte nicht so dermaßen dramatisch sein, hoffe ich doch einfach mal. Ich glaube, drehen kann man am besten an den Descending und Ascending Nodes. Ich bin mir da aber nicht sicher. Eventuell kann man auch einfach immer an den Stellen hier drehen. Ich weiß nicht genau. In Drehoperationen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo man da am besten burnen kann. Habe ich gerade nicht so im Kopf, aber ich meine, es ist am vorteilhaftesten hier an den Nodes entsprechend zu burnen. Oh Gott. Ui, und da haben wir jetzt ein klitzekleines Problemchen mit den Burn-Operationen. Ja, das dachte ich mir fast schon, wie bereits gesagt. Da können wir leider nicht mit Full Force burnen, sondern nur so ganz leicht, damit wir dann noch gegendrehen können. Da wäre es jetzt tatsächlich ganz praktisch, RCS dabei zu haben. Einfach nur, damit das jetzt hier nicht passiert. Oh Gott, das Triebwerk so leicht auf nur gerade, merke ich gerade. Dann doch kann ich gegenflotten, dass wir hier ziemlich lange burnen müssen. 1,5 Minuten Burntime, glaube ich. Ich kann leider nicht Time Warpen, weil ich glaube, wenn ich jetzt Physics Time Warpe, wenn ich jetzt hier selber dagegen lenke, das ist so eine Sache. Physics Time Warp ist generell immer mit Vorsicht zu genießen und spätestens, wenn du dich jetzt hier beim Burn drehen musst, ist ein bisschen kritisch. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen mehr. Ui, mehr Thrust kann ich glaube ich nicht geben. Ich habe gerade kurz gedacht, ich könnte ein bisschen mehr Thrust noch geben, aber ich glaube, es war leider nicht drin. Na, so viel Thrust können wir glaube ich geben, da kann ich gerade noch so gegenlenken. So, 95 Meter Sekunde, LTV noch. Ah, ein bisschen mehr vielleicht noch, okay. Oder auch nicht. Vielleicht ist auch der Move einfach, das hier zu machen. So. Ich glaube, das ist eventuell sogar der Move. Mal so kleine, kurze Mini-Burns hier zu machen. Einfach nur, um mich wieder zurückdrehen zu können. Goddammit. Ich könnte mich auch einfach dagegen drehen quasi. Also mit Q und E kann man sich ja auch, ne, so drehen im Kreis. Also so drehen, meine ich jetzt. Aber ich weiß nicht, ob das smart ist. Da verliere ich vielleicht auch ganz gerne mal die Kontrolle über den Burn, deswegen mache ich es einfach schön weiter so. Und dann passt das schon. So. Und da sind wir jetzt bei 3 Grad. Aber ich würde sagen, ich burn einfach noch ein bisschen weiter. 2,8 Grad. Ich würde gerne auf mindestens 2 Grad runterkommen. Also es muss jetzt nicht perfekt sein, logischerweise, ne? Aber ein bisschen müssen wir den Orbit, glaube ich, noch ein bisschen noch drehen, damit wir hier auch wirklich den Minimus-Account gleich kriegen können. 2,5, 2,4, 2,3. Wenn wir darauf rechtsklicken, dann wird das auch einfach nicht mehr gehidet. Wenn ich die Maus wegnehme, ist auch ganz praktisch. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen weiter. 2,2 und 2,1, 2,0. So, da sind wir. Da sind wir jetzt. 2 Grad sollte auch erstmal gut enough sein, I hope. Schauen wir mal. Fügen wir einfach erstmal irgendwie einen dicken, fetten Burn ein. Das ist ein bisschen zu dicken Fett. So, und na, wo ist der Encounter? Ich habe gerade einen Encounter-Node gesehen. Ach, wir sind noch nicht nah genug dran, I guess. Aha, ja, hoppala. Da ist der Encounter. Oh, wir können sogar schon einen Encounter kriegen. Sehr schön.
Ja. Das gefällt mir dann doch ganz gut soweit. Ich würde sagen, das machen wir dann so, den Burn hier. Oh, ich merke gerade das Problem mit diesem Burn. Das sind 400 Metersekunden, die wir da hinburnen müssen. Oh Mann, und wir müssten 2 Minuten am Stück burnen. Und ne, ihr seht's ja, wir haben noch unseren kleinen Ballast in Form von den Satelliten hier. Das wird spaßig. Wie machen wir das denn dann? Ich würde sagen, ich mache einfach einen kleinen Cut. Ich mache den Burn jetzt. Also ich werde den Burn jetzt machen. Ich mache an der Stelle einen Quick Save. Ich werde jetzt einen kleinen Cut machen und werde es einfach rausschneiden in den Burn, weil es wird Ewigkeiten dauern, diesen Burn zu machen. Weil ich das Schiff halt die ganze Zeit über wieder neu ausrichten muss, sozusagen. Also ja, bis gleich, man hört sich gleich. Und so. So, ja, ich habe mich jetzt ein bisschen abgekämpft mit diesem schönen Raumschiffchen hier. Und wir sind fast im richtigen Orbit. Habe ich gerade auf die Aufnahmetaste gedrückt? Jetzt habe ich auf jeden Fall auf die Aufnahmetaste gedrückt. Ja, wir sind fast im richtigen Orbit. Ich und das Triebwerk dieses Raumschiffs, wir haben uns jetzt ein bisschen miteinander hier gebettelt und gezofft und so weiter und so fort. Und aus den 400 Metersekunde Burnzeit sind schon jetzt nur noch 90 Metersekunde Burnzeit geworden. Ich bin mittlerweile über die Manöver noch drüber. Das hat irgendwie eine Minute oder zwei, keine Ahnung, es hat mehrere Minuten. Es hat mehr als 2 Minuten gedauert, keine Ahnung, wie lange es jetzt gedauert hat. Aber ich habe die Aufnahme jetzt schon wieder begonnen. Und das ist, was ich die ganze Zeit hier gerade mache übrigens. Ich mache mal kurz Time Warp an, damit meine Rotation gekillt wird im Spiel. Und dann mache ich Time Warp direkt wieder aus und burn weiter mit teilweise Full Thrust und manchmal weniger als Full Thrust und whatever. So, aber wir sind auf jeden Fall gleich am Mond, sind wir jetzt gleich vorbei. Und der Grund, aus dem ich jetzt schon wieder angefangen habe aufzunehmen, ist ganz einfach, dass wir jetzt gleich den nächsten Satelliten starten werden, weil den wollte ich ja in den Orbit zwischen dem Mond und Minmus schmeißen. Und genau das machen wir jetzt gleich auch. Ein bisschen weiter werde ich jetzt noch burnen und dann machen wir das gleich. Ich hoffe, ich kriege auch gleich wirklich den Encounter hier übrigens an der Stelle. So, wo sind wir denn da? Noch ein bisschen noch. Den werde ich jetzt gleich auf halbem Weg einfach abwerfen, glaube ich, den Satelliten. Und den letzten Satelliten schmeißen wir einfach auf Minmus ab sozusagen. Also nicht auf Minmus und so weiter und so fort. Einfach im Orbit von Minmus. Schmeißen wir den nächsten Satelliten gleich einfach raus sozusagen. Oder den nächsten, was heißt den nächsten, den letzten. Erstmal werden wir jetzt in diesen Satelliten hier, so den stagen wir jetzt hier um. Und alle Triebwerke sind aus, genau, prima. Dann werfen wir ihn ab. Ich habe gerade vorher nicht gequicksaved, das war nicht sehr schlau von mir. Egal. Switchen da kurz rüber. Schmeißen das Teil hier an. Burn ein bisschen Prograde, einfach nur um von unserem Main-Teil hier wegzukommen. Fahren kurz die Sonnen. Flügelchen aus, hier die Solarpaneele. Switchen wieder zurück und dann geht's direkt weiter. Ich weiß gar nicht, ob der die Manöver noch auch übernommen hat. Oh Gott. Warte, was? Wieso habe ich denn jetzt hier... Was soll das mit meinem Counter passiert? Wir löschen einfach mal kurz das hier. So. Und die Manövernoten, dann burnen wir jetzt einfach manuell rüber. Das sollte hoffentlich klappen. Ich hoffe, ich kriege trotzdem gleich noch den Encounter, sonst haben wir gleich ein kleines Problem. Aber wenn nicht, können wir gleich einfach noch korrigieren, denke ich mal, da passt das schon. Wo ist der Encounter? Da ist der Encounter und Time Warpen. Das haut schon hin hier gleich. Das passt schon. Das passt schon. Wo ist der Encounter? Komm. Encounter, Encounter, Encounter. Bitte. Bitte spiel mir den Counter. Bitte, 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 bitte. Eine Schnitte. Komm. Da ist er. Prima. So, da ist unser Encounter. Das ist ein bisschen am Rumbuggen, Glitchen hier. Aber es passt schon. Da ist unser Encounter. Soweit, so gut. Unseren Satelliten werden wir dann später in den vernünftigen, richtigen Orbit schieben, I guess. Erstmal würde ich jetzt, glaube ich, ganz gerne. Wobei, ich bin gerade überlegen. Wo ist der Satellit eigentlich hier? Ist der noch in der Nähe? Den habt ihr gerade da unten irgendwo gesehen. Genau. Wie machen wir das? Genau, wir gucken jetzt erstmal. Wie lange brauchen wir bis zu. 12 Tage bis zu der Apoapsis. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und du brauchst. 7 Tage bis zu deiner Apoapsis. Dann würde ich sagen, time warpen wir erstmal kurz zu der Apoapsis rüber. Denn wir werden natürlich länger brauchen, um dann hier gleich einen Encounter zu kriegen. Das heißt, wir könnten in der Zeit schon mal diesen Orbit hier versuchen zu zirkularisieren. Oder somewhat zu zirkularisieren. Er muss nicht genau perfekt kreisrund sein. Ich weiß nicht genau, wie viel Delta V mich das kosten wird, den Orbit hier kreisrund zu machen, um ehrlich zu sein. So, ob ich jetzt genau bis dahin Time Warp oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Erstmal möchte ich gerne gucken, wie teuer das Sprittechnisch jetzt hier gleich sein wird, den Orbit abzurunden. Es muss weniger als 1400 Metersekunde kosten. Würde ich sagen. Dann bin ich da, wäre ich damit happy. Ja, 200 Metersekunde ist schon, auf jeden Fall schon mal ziemlich günstig. 41.000 Millionen, 1000 sage ich schon. 41 Millionen Metersekunde, Metersekunde, genau. 41 Millionen Meter Entfernung von Kerbin. Ja, so, es passt. Es muss nicht perfekt rund sein. Ne? Also, wie gesagt, ich möchte nur gerne einen Satelliten zwischen Minmus und Kerbin hier haben. Dachte ich mir. Das war so der Plan.
So, dann würde ich sagen, ja, legen wir direkt los mit dem Burn, warum nicht? Wir können es auch direkt auf Prograde ausrichten einfach. Das ist im Endeffekt einfach nur ein Prograde-Burn. Jetzt lösche ich auch schon mal die Manöver-Node. Und jetzt Time-Warpen einfach nochmal. Oh, das wird einen ganzen Tag dauern, bis dahin rüber zu Time-Warpen. Ne? Vielleicht machen wir das auch nicht, ich weiß nicht. Ein Tag. Bis wohin können wir rüber Time-Warpen? Wir Time-Warpen mal dahin rüber. Ich weiß nicht, bis wohin es halt safe ist, rüber zu Time-Warpen. Ich werde an der Stelle nochmal einen Quick-Save droppen. Ich würde halt gerne den Encounter gleich kriegen mit meinem Lander. Ah, wir können bis zur Apoapsis warpen, glaube ich. Drüber hinaus gewarpt. Egal, passt schon. Passt schon, alles wunderbaro, alles klaro oder so. Es geht schon, es geht schon. Und damit ist der Orbit nicht wirklich rund, aber rund genug. So, das reicht mir. Ja, ist ein bisschen eierförmig jetzt hier, ne? Das ist jetzt nicht wirklich der rundeste Orbit. Aber er ist rund genug für meine Verhältnisse. Oder was ist für meine Verhältnisse, aber für meine Ansprüche. Passt das schon. Damit haben wir jetzt hier unseren zweiten Satelliten in einem entsprechenden Orbit, wo ich ihn, wie ich ihn gerne hätte. Und jetzt switchen wir wieder zurück zu unserem Satellite Launcher, der nur noch einen Satelliten jetzt hier im Schlepptau hat. Und den launchen wir gleich auch noch. Aber den launchen wir in einen Mindestorbit. So weit zumindest der Plan. Ich würde sagen, wir gehen kurz hin und warpen kurz darüber, kurz vor dem Encounter natürlich. Und dann passt das schon. Und ja, dann werden wir gleich auf Minmus landen natürlich. Und dann auch wieder zurückfliegen, nachdem wir dann unsere drei Satelliten da gedroppt haben. Ins Corbin-System. Und danach steht dann bald die Mission nach Duna an, glaube ich. Also, das war so mein Plan, bald nach Duna zu fliegen. Aber erstmal werden wir jetzt auf Minmus gleich landen. Dann machen wir mit Auto-Time-Warp einfach mal aus und werden manuell hier ein bisschen Time-Warpen. Und plopp, da sind wir im Gravity-Bereich von Minmus jetzt gelandet. Und es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, einfach hinzugehen, tatsächlich den Satellit schon abzuwerfen jetzt gleich. Einfach nur, damit wir beide Raumschiffe hier mit Leichtigkeit manövrieren können. So stören die sich gegenseitig natürlich. Nur, mehr oder weniger. Aber gut, ich würde fast sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder bei 32 Minuten Aufnahmezeit angekommen hier gerade an der Stelle, was viel zu lang ist. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Den ersten Teil der Mission haben wir eh schon abgeschlossen, beziehungsweise den Start und dann die ersten paar Satelliten haben wir schon abgeworfen. Und in der nächsten Folge habe ich gerade schon gequicksaved, ich weiß nicht, in der nächsten Folge werden wir dann hier die Mission vollenden sozusagen. Da unten sieht man auch schon Mindus. Da werden wir dann den letzten Satelliten hier in Mindus-Orbit bringen und dieses schöne Schiffchen dann hier auf Mindus landen und dann wieder zurück nach Corbin fliegen. Wie auch immer, vielen Dank, dass ihr bis zu dieser Stelle mein Video geguckt habt auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten unterhalten und euch vielleicht auch eine gute Idee, ein grobes Konzept davon geben, wie man vielleicht hier Satelliten in Kerbal Space Program relativ leicht einfach starten kann. Wobei das ist hier nicht unbedingt ideal war. Ich habe diesen Tri-Coupler, oder wie man das Teil heißt, habe ich halt leider noch nicht. Sonst hätte ich die einfach zu dritt hier quasi reingestaged. Also dann hätte ich die hier in den Body des Schiffs quasi eingearbeitet und hätte dann einfach die auseinander getri-coupled, so sozusagen. Falls ihr versteht, wie ich das meine. Wobei ich gar nicht weiß, ob das geht mit den großen Satellitenschüsseln. Zumindest nicht, wenn man die hier oben vorne so dran hat. Naja, egal. Auf jeden Fall, das waren die ersten beiden Satelliten. In der nächsten Folge werden wir dann den letzten Satelliten auch noch starten. Das war's für dieses Video. Übrigens, solltet ihr das Ding selber nachbauen, denkt dran, RCS-Fuel mitzunehmen. Dann habt ihr die Probleme beim Burn nicht, die ich gerade hatte, wenn man nur noch ein oder zwei Satelliten dran hat, nachdem man einen schon gestartet hat. Aber ja, gut, das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quält euch!